Und willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, weiter geht's mit dem Fragezeichen, Leute. So, Bildmachgerät. Und dann schauen wir doch mal. 166 Schmiede. Im Hafen? Am Hafen sind wir jetzt. Oh nee. Nicht wieder so eine Festung hier, oder? Jetzt muss ich zeigen, der Festung, Befehlshaber, Gefangenbefreiung, Oskargon. Müsste eigentlich gehen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ich muss aber kämpfen. Mein Junge schafft es durch die Agoge, du wirst sehen. Ich bereite ihn vor, weißt du? Er wird der beste Spartiat von allen. Was mache ich denn? Hey, bleib stehen! Falsch Knopf hier drückt hier. Drin ist unser Polemarch, oder? Oder Befehlshaber. Dass der das Kopfgeld auch wegmacht, wenn wir den töten. Dann schauen wir mal, ob wir den snacken können. 49 Meter. Wenn ich jetzt hier verstecke, könnte ich ihn vielleicht angreifen. Ich schau mal, ob hier noch irgendwas in der Nähe rumkreucht. Eins. Und zwei. Okay, da könnten wir... Können wir doppelten Kettenangriff machen? Schon wieder. Wie Level hat denn der 23? Ah, das ist der Huber. Okay, Gefangenenbefreiung. Oh, jetzt kommt der nächste schon wieder. Du bringst mir hübsche Belohnungen. Wow. Ja, komm her, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Du musst schon früher aufstehen.
Problem. So, jetzt brauchen wir mal diese blöden Gefangenen. Wo sind denn die? Und wir haben schon wieder Kopfgeld. Mal, ich dreh durch. Ich dreh doch durch. Okay, dort hinten. Da ist ein Schatz. Sieht man auch so schlecht, finde ich, wenn man da vorbeirennt. Schatz ist hier. Ich danke dir. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Hat dem Kopfgeld, das nervt gerade. Wir sollen nochmal im Schmied schauen, dass wir irgendwie ein bisschen was verkaufen können. Bald ist Halbzeit, Leute. Denkst du? Glaube ich nicht. Wie hast du das bereust, mein Kleiner? So sieht's aus, Digga! Wir haben schon wieder so viel Kopfgeld. 1400, ja komm. Können wir mal zahlen. Haben wir so Ruhe wenigstens. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch, machen diese Fragezeichen und dann werden wir uns in die Schlacht stürzen, Leute. Kriegen wir auch ein bisschen Kohle, gute Erfahrungspunkte.
Okay, hier haben wir ein Heiligtum entdeckt. Und gleich weiter zum nächsten. Tempel von Poseidon. Ja, dann komm mal her. Ich muss rausfinden, was das ist. Wo kann das her? Den Tag überlebst du! Schon wieder Kopfgeld, das ist ein Scheiß. Okay, Kriegsvorräte vom drin Schatz plündern. Haben wir gar nicht gesehen, den Schlingel den. Oh, ein Dreizack. Ich hab nur einen Schatz, aber wo ist der? Könnte der vielleicht da oben sein? Schauen wir mal. Nö.
Okay, hier unter uns. Sehr schön. So, hier ist anscheinend irgendeine Höhle oder sowas. Machen wir die drei noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Schlacht. So extreme Dinger gleich. So, antike Tafel. Ja, ich mach doch schon. Sehr schön. So schnell, wenn es immer gehen würde. Unten oder oben? Sisyphos, du hättest Thanatos nicht erzürnen sollen. Schönes Ding. So.
Bei denen. Hey, was mit? Ich reiß dir das Herz. Ruhe hier, Puff. Furchtbar. So, können wir uns mal der wesentlichen Aufgabe jetzt hier widmen. Zwei Looten. So, Schatz, Gefangenenbefreiung. Okay, dann würde ich sagen, auf zur Schlacht. Schwer, normal, hier kriegen wir, dann gehen wir auf die Speere, würde ich sagen. Dann kommen ein bisschen mehr Loot, ich hoffe, dass wir es schaffen, aber sehen wir schon. Okay. Hirsche hier. Ein bisschen Leder oder Fell. Werden. Das kann ich nicht. Wirklich? Adlerfrau, du kommst gerade recht.
Eine Schlacht steht bevor und wir könnten eine Söldnerin deines Formats brauchen, um spartanisches Land zu erobern. Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg. Gucken wir mal. Haben wir sonst immer für Sparta gekämpft? Und nicht für die Athener. Aber jetzt bei den Athener ist es jetzt halt sehr schwer. Also kriegen wir auch bessere Loot. Also kämpfe ich mal für die jetzt. Wir schauen uns die Routen jetzt hier nicht mehr, nicht die anderen. Das war schon der erste. Der Hauptmann. Schauen hier, in Ruhe. Aber ist der, wenn das Ziel wechselt? Yeah.
geschafft, oder? Ich hab gedacht, krieg was Episches, verstehe ich nicht. Das war doch in der Vorschau, dass man was Episches bekommt. Verstehe es nicht. Oder was Legendäres halt. Was Gelbes. Mal schauen. Das kann man gar nicht mehr anschauen jetzt, gell? Na, hier war aber eigentlich. Das nervt schon wieder. Okay, hilft nicht. Wir haben hier noch das Zeug hier looten. Wir haben alle ein bisschen Kohle dabei. Genau. Wieder was abgeschlossen. Okay, dann gehen wir gleich hier weiter. Fragezeichen da oben. Festrampe. Befehlshaber. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Du darfst hier wirklich nicht sein. Ah! Ah! Oder was? Wie heilst du dich einfach? So ein Osterron-Rätsel. Ganz ehrlich. Haben wir da vorher schon mal gemacht, den Hunger? So, können wir jetzt mal das Rätsel suchen. Ja, weiter schon vorher. Sieht man aber auch so schlecht. Kleine Dinger da. Okay. So, Fragezeichen sind hier jetzt eigentlich erledigt, oder? Ne, den habe ich hier noch. Verbrechen begangen, Mord. Kopfgeldstifter. Ach komm, wir bezahlen. Hier ist ein unentdeckter Ort.
Hier müssen wir auch noch was machen. Dann gehen wir hier hoch. Ich weiß gar nicht, brauche ich eigentlich für die Trophäen die ganzen Fragezeichen? Ich weiß es gar nicht. Puff. Okay, Schatz brauchen wir noch. Schon kann damit einer hier drin sein, oder? Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder Kopfgeld habe. Ich habe keinen Mord begangen, gar nichts. Yeah, 25 Leute, wir haben die Hälfte geschafft. Ja, ich gehe schon. 25, 50 Level gibt es, die Hälfte haben wir. Und circa 30 Stunden Spielzeit. Da sind zwei. Den wollte ich haben. Kopfgeld ist weg.
So, ich habe noch einen Schatz. Wo wird denn der wieder sein? Okay. Müssten eigentlich alles haben. Abgeschossen. Ist das gleich? Bin ich tot? Bin ich verbrannt jetzt oder was? Alles ärgerlich. Das ist ärgerlich. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Schießt denn hier auf mich? Jetzt aber Ruhe hier. Okay, Schatzbrillen. Sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, ab in die Stadt. Hier ein bisschen weiter questen. Hier ist auch noch eine Quest.
Okay, würde ich sagen, machen wir doch gleich das hier mit dem Lagerhaus. Haben wir jetzt ringsum erstmal die Fragezeichen abgeschlossen und sind jetzt nur noch in der Stadt welche? Und wir haben die Schacht auch schon gemacht, sehr schön. Es geht voran. Und es regnet auch schon wieder. Pisswetter. Hier auch ein Fragezeichen. Das ist der Ort. Verbrennen wir ein paar Waren. Bitte, hilf mir! Was will denn der da oben jetzt? Mir wurde Unrecht getan. Lass das nicht zu. Wo bist du denn? Ja, was muss ich denn jetzt verbrennen? Die Dinger da oder was? Ah, okay. Mach doch hier, was ist denn los? Durch dich habe ich eine zweite Chance. Ja, hau ab jetzt. Geh! So.
und hol's dir. What the fuck? Lauft. Die trauen sich. Bums. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Cassandra. Ich würde dir auch danken, wenn ich wüsste, wer du bist. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Du kannst gleich mitkommen auf mein Schiff, du. Bist du auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Jetzt tötet er nicht gerade friedlich. Er muss sterben. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja, er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach allem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartanerin. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist die Tochter von Nikolaos von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt. Mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Das wäre nicht irgendwie einfacher gegangen? Kopf hoch, Spartiat! Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder.
Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Der ist gut. Den mag ich gern. EP. Geil. Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, machen wir aber an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich sehe schon wieder, es ist gerade 59 Meter, schon wieder so ein komischer Bastard unterwegs. Gut, das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, reingehauen, euer Andi.